So, hallo und willkommen wieder auf meinem Kanal. Wer die letzten Videos beobachtet hat, hat gesehen, dass ich mir eine PS5 gekauft hatte mit ein paar defekten Controllern. Also die sahen wirklich nicht mehr brauchbar aus. Deswegen habe ich mir einen zweiten defekten Controller mit Stick Drift gekauft, damit ich eine defekte PS5, die übrigens repariert ist. Das Video verlinke ich euch hier oben irgendwo, wenn ich dran denke. Ansonsten findet ihr es in der Videobeschreibung. Zum Controller. Ich hatte noch nie eine PS5, ich habe noch nie einen PS5-Controller in der Hand gehabt und noch nie repariert. Deswegen, wir werden ihn heute mal zerlegen und werden versuchen, den Stick Drift zu beheben, indem wir die Schleifkontakte reinigen. Das scheint eine gängige Methode zu sein. Der Stick Drift war doch sehr stark. Mal sehen, ob das wirklich funktioniert oder ob wir das ganze Modul tauschen müssen. Erster Versuch, wir versuchen es mal zu zerlegen. Okay, soweit so gut. Das war eigentlich relativ einfach. Wir hatten vier Schrauben und der Rest war geklipst. Das ging auch relativ einfach. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, ihr habt hier unten solche Bügel, dass ihr die nicht abbrecht, weil sonst rastet euch der Controller nicht mehr ein. Also ich hatte mir vorher ein Video angeguckt. Das war jetzt nicht komplett Freestyle, um ehrlich zu sein. Aber wie gesagt, trotzdem das erste Mal, dass ich das mache. Jetzt sehen wir hier Akku, Mainboard. Und die verschiedenen Flexkabel der R- und L-Tasten, die hier verbunden sind, inklusive der Servomotoren, schätze ich mal, die hier unten angelötet werden. Jetzt müssen wir die beiden Flexkabel abnehmen. Hier ist der Akku. Hier aufpassen, dass ihr den Akku rausnehmt, nicht den Stecker von der Platine reißt. Hier sind zwei Flexkabel, die müssen raus. Am besten entweder mit der Pinzette, wie ich, oder mit den Fingern geht auch, aber einfach gerade nach oben ziehen. Okay, ich habe hier mal an diesen Flexkabeln so Zugpunkte, an denen solltet ihr ziehen, diese blauen Wimpel und hier diese schwarzen Wimpel, an denen lässt sich es besser ziehen, wenn ihr es rausnehmen wollt. Dafür sind die gedacht. Trotzdem, ihr seht es, es ist auch mit Pinzetten oft recht schwierig. Deswegen immer aufpassen, dass ihr nichts abreißt. So, den Akku, also nicht einfach anziehen, sondern ihr müsst es voneinander trennen. Das ist jetzt der weiße Stecker. Unten und der weiße Stecker oben müssen voneinander getrennt werden. Am besten hebelt ihr es einfach langsam raus. Dann vermeidet ihr, dass ihr den Part von der Platine rausreißt. Das wäre natürlich der Worst Case, weil dann müsst ihr das wieder festlöten. So, ich zerlege mal weiter, bis wir an die Sticks kommen. Und dann schauen wir, ob wir das repariert bekommen. Okay, ging doch leichter als gedacht. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr das macht wie ich. Ihr habt hier an der Seite noch die beiden Drähte für die Servomotoren, die das Vibrieren ausmachen, dass ihr das nicht abreißt, sonst müsst ihr es wieder anlöten. Der Stick Drift war, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, an dieser Seite gedreht. Eigentlich war es diese Seite, aber logischerweise gedreht ist es diese Seite. Was man hier ganz gut sieht, ist die beiden Kontakte hier. Das sind Schleifkontakte. Und durch die Bewegung wird ich sag mal, ein Widerstand gemessen, der durch die Schleifkontakte verändert wird. Und dadurch entsteht die Bewegung. Diese Schleifkontakte, die nutzen sich ab, beziehungsweise verschmutzen.
Manchmal kann man es reparieren und sauber machen, aber manchmal muss man auch das ganze Modul tauschen. Was man jetzt hier sieht, ist, dass der hier, dieser Spalt hier, größer ist als hier. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber es könnte sein, dass das der Grund für den Stickdrift war. Weil der Schleifkontakt nicht mehr sauber hier anliegt. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal, indem wir dann hier festdrücken und testen mal, ob das vielleicht schon gereicht hat. Das wäre natürlich ein extremer Easy-Fix. Zum Testen muss ich ihn aber leider wieder zusammenbauen. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt wieder rückwärts. Setzen ihn mal wieder komplett zusammen und schauen, ob wirklich das der Grund war, weshalb er nicht mehr funktioniert hat. Okay, PS5 steht. Ich habe den Controller jetzt mal notdürftig zusammengebaut, sodass wir ihn auf jeden Fall testen können. Wir schalten die PS5. Sorry, ich sage immer PSP. Ich habe so viele PSPs repariert. Da ist das mittlerweile ein Automatismus. Also, wir schalten sie jetzt mal ein. Sie leuchtet blau. Seht ihr gerade nicht, aber es müsste gleich ein Bild kommen. Dann solltet ihr es draus sehen. Funktioniert hatte er, wie gesagt, er hat sich verbunden. Es gab nur einen extremen Stickdrift auf dieser Seite. Okay, ich hatte es letztes Mal nicht mal geschafft, mir einen Nutzernamen zu vergeben, weil der Stick ständig irgendwo durch die Gegend gesprungen ist. Wir starten jetzt mal. Schauen wir mal, ob es damit wirklich behoben ist. Okay. Ich bin jetzt mal in das Namensmenü gegangen. Das letzte Mal konnte ich hier gar nichts einstellen, weil der Controller sofort immer nach oben gesprungen ist. Also ich hatte hier immer irgendwo ein wildes, verrücktes Rumspringen der Tasten. Und jetzt, ihr seht's, alles bleibt ruhig. Das heißt, dieser extreme Drift, den ich hatte, war eigentlich nur verursacht durch dieses minimale Herausklipsen des Schleifkontakts. Ihr seht's, keinerlei. Ich kann hier schön in Ruhe das Feld durch die Gegend schieben mit der einen Seite, ohne dass irgendwas hin und her driftet. Mit der Seite eigentlich eindeutig und perfekt die Sachen auswählen. Tja, von daher würde ich sagen, schrauben wir nochmal komplett zusammen und dann gibt es noch einen ganz kurzen Abschlussfazit. So, hier zusammengebaut. Das war jetzt eigentlich leichter, als ich erwartet habe. Der Stickdrift ist weg. Es war einfach wirklich nur der Schleifkontakt, die Klammer, die aufgegangen ist. Vielleicht ist er mal runtergefallen, es kam hier ein Schlag drauf, ich weiß es nicht. Aber ich hatte mich eigentlich schon auf etwas mehr Löten oder Barrieren gefreut, aber das war mal eher ein Easy-Fix. Ich werde jetzt nochmal ausgiebig testen und mal eine Runde zocken. Das, was ich gesehen habe, ist auf jeden Fall schon besser und es funktioniert auch. Wie gesagt, das letzte Mal konnte ich gar nichts machen und jetzt ging es. Also, gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich beantworte auch jeden Kommentar und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.